Ja, dann sagen wir auch Hallo und begrüßen euch zu unserer Präsentation von der Gruppe No Surveillance Routing. Wie schon angesprochen, sind wir Henrik, Thomas, Leo und Moritz. Genau, das Problem, was wir behandeln wollen, ist, dass es in Städten sehr viele Überwachungskameras gibt und dass wir allerdings, wenn wir durch die Stadt gehen, nicht überwacht werden sollen. Wie zum Beispiel dieses schöne Bild zeigt, wir wollen nicht direkt ins Gesicht gefilmt werden. Genau, dabei ist dann als Endprodukt eine Webseite rausgekommen, die dann eben zwei Punkte bekommt, also Punkt A und B, und dann eben die Route zwischen diesen Punkten berechnet und dabei eben die Überwachungskameras auf dem Weg möglichst vermeidet. Dafür haben wir dann eine API, also eine Schnittstelle zwischen dem ja, Frontend, das eben die Karte und die Route dann anzeigt, und dem Backend, das die Routenberechnung übernimmt, gemacht. Genau, und die Route, die dann eben vom Backend berechnet wird, wird dann eben im Frontend angezeigt auf der Karte und kann dann eben ja, genutzt werden, um sich fortzubewegen. Unser Source Code, den findet ihr auf github.com/jungtech/no-surveillance-routing, und ihr könnt euch die Seite auch angucken, die nächsten Tage auf jeden Fall noch unter nsr.emola.dev. Ja. Wie Hendrik bereits erwähnt hatte, haben wir eine Trennung zwischen Frontend und Backend. Im Frontend, das sind das, was die normalen Nutzenden sehen. Das ist normal mit HTML gebaut und mit Leaflet, um die Karte anzuzeigen. Leaflet ist dabei eine sehr verbreitete Bibliothek, um Karten auf Webseiten einzubinden. Im Backend verwenden wir OSRM. Das ist ein quelloffenes Programm, womit man sich Routen generieren lassen kann von Punkt A nach Punkt B. Dabei verwenden wir die Daten aus der OpenStreetMap. Die OpenStreetMap ist eine global sehr akkurate Karte, die von Freiwilligen auch quelloffen und frei nutzbar gepflegt wird. In der OpenStreetMap ist bereits eingetragen, wo Kameras sind, natürlich nicht alle, aber schon einige. Und daher müssen wir diese Daten nicht selbst erheben, sondern können mit ihnen weiterarbeiten und können bestehende Routing-Software verwenden. Wir haben noch ein paar Programme darum gebastelt, die aus der Karte die Kameras hinausfiltern und dann dem Routing-Programm mitteilen, dass es im Umkreis von 100 Metern meine Kamera nicht lang routen darf, also keine Wege dort lang führen dürfen. Das war ziemlich imperformant, weil wir über sehr, sehr große Datenmengen reden. Wir haben hier ein bisschen nur Hamburg drin, bei ganz Deutschland stürzen uns alle Server ab, die wir bisher draufgeworfen haben. Genau, als nächstes wollen wir versuchen, ob wir eine Live-Demo hinbekommen. Genau. Wir haben hier unsere Karte von Hamburg und wir wollen jetzt gerne erstmal eine Route vom Beta-Haus, wo wir ja sonst eigentlich jetzt wären, zum Hostel, wo normalerweise übernachtet werden würde. Dann können wir hier auf der Karte das Beta-Haus hier markieren und wollen dann zum Hostel, wenn ich es jetzt finde auf der Karte. Genau, das Hostel ist hier. Und wir sehen hier schon die ganzen Punkte. Also einmal diese Marker, das sind die Überwachungskameras. Und wenn hier sehr viele sind, dann werden die so zusammengefasst in so einem Kreis, wo dann drin steht, wie viele Überwachungskameras da in dem Fall Rechteck sind, die das hier angezeigt wird. Jetzt können wir sagen, Start Routing. Und dann sehen wir, dass hier diese rote Route, die führt nicht, wie wahrscheinlich der schnellste Weg wäre, an dieser großen Straße entlang, weil hier die Überwachungskameras sind, sondern führt hier einen anderen Weg, wo wir an keiner Überwachungskamera in einem Radius von 100 Metern vorbeikommen. Ja, natürlich ist das noch nicht ganz fertig. Es gibt auch noch sehr viele weitere Punkte, die eingebunden werden können. Zum Beispiel könnte es auf andere Städte oder sogar vielleicht Länder skaliert werden. Was aber auch möglich wäre, ist, dass Deutschland wie in Großbritannien die Platzierung von Kameras öffentlich macht, auch als Open Data. Als letztes könnte man vielleicht noch eine
Dokumentation für die Nutzer, die Nutzende einbinden, was den Gebrauch einfacher machen würde. Genau. Und damit sind wir schon am Ende unserer Präsentation. Wir möchten uns riesig bei unseren MentorInnen Yuki und Timo bedanken, die uns wirklich riesig geholfen haben bei verschiedensten Problemen, ohne die dieses Wochenende längst nicht so erfolgreich gewesen wäre, ohne die wir nicht gestern Abend schon funktionierende Software gehabt hätten. Und auch ganz generell an die gesamte Orga von JugendHackt Hamburg, die sie auch in diesem Jahr trotz der widrigen Umstände wieder möglich gemacht hat, dass wir wieder bei JugendHackt zusammen sein können und dass wir so ein tolles gemeinsames Wochenende verbringen konnten. Dankeschön.